Jessica, wir sprechen über das Thema Algen. In welchen Lebensmitteln sind denn überall schon Mikro- oder Makroalgen enthalten? Ja, in viel mehr Lebensmitteln, als man denkt. Die lebensmittelverarbeitende und Lebensmittelindustrie insgesamt hat ja einen Schwenker gemacht. Weg von diesen künstlichen Aromastoffen, Zusatzstoffen, E-Stoffen hin zu mehr Natürlichkeit. Beispielsweise in einem Kakao. Da denkt man nicht, dass da Algen enthalten sind. Algen werden aber verwendet, um spezielle Fließfähigkeit des Kakaos hervorzurufen. Noch interessanter ist es beispielsweise auch bei einem Salatdressing. Es wird geworben ohne Öl, kalorienarm, ohne Zusatzstoffe. Ich bekomme aber dennoch eine Fließfähigkeit hin, als sei ein Öl enthalten. Wie geht das? Indem ich eine Makroalge nehme und dort ein Extrakt draus verwende, das sogenannte Carrageen. Sehr häufig angewendet. Ebenso finde ich es aber auch in einem ganz normalen Pudding, den man sich vielleicht mal schnell abends zubereitet, dass der so schnell fest ist und das in nur 3 Minuten bewirkt auch einen Algenextrakt. Wo steht K+S in diesem Bereich der Forschung, der Innovation beim Thema Algen? Kann man dazu schon eine Aussage machen? Wie lukrativ ist das Geschäft oder könnte das Geschäft für uns werden? Erste Geschäftsmodelle wurden natürlich schon geschrieben und auch betrachtet. Ansonsten würden wir uns natürlich auch nicht mit dem Bereich beschäftigen können. Es scheint ein sehr großer Markt zu sein, denn in Asien, wo die Algen nun meist herkommen, vor allem die Makroalgen, ist ja das Problem mit der Schwermetallbelastung, Mikroplastik, Jod. Wenn wir davon wegkommen und an Land Makroalgen kultivieren können, die dann in die verarbeitende Industrie geht, werden wir ein sicherer Partner, der sowohl im Lebensmittel- als auch sogar im Pharmaumfeld involviert und vor allem auch akzeptiert ist. Also könnte K+S auch eines Tages in der Lage sein, das im großindustriellen Stil anzubauen und zu vertreiben? Das ist unser Wunsch. Wir haben ja mehrere Algen nun in unserer Testanlage dort. Wir haben Algen, die sich herauskristallisiert haben, die gut geeignet sind. Nun ist die nächste Phase, nach der Pilotanlage in ein erstes Scale-up zu gehen. Das machen wir gerade mit unseren Ingenieuren und hoffen, wenn dieser Bereich abgeschlossen ist, dass wir dann in den nächsten Jahren, möglichst 3 Jahren, sagen können, ja, wir werden ein großer Produzent oder es war ein Versuch. Aber ich denke, wir sind da sehr positiv und haben gute Ergebnisse und finden eine Anwendung, die an Land stattfindet. Nochmal kurz zur Erklärung, was genau sind Makroalgen? Makroalgen sind die großen Algen, die wir anfassen, die wir am Meer finden, wenn man beispielsweise an der Nord- oder Ostsee unterwegs ist und jetzt an der Nordsee die Ebbe ist, dann sieht man häufig Algen liegen und man denkt, oh, da laufe ich nicht so gerne drüber. Das sind beispielsweise Makroalgen. Das hier, die Ulva ist ja der Meersalat, den sehen wir ganz häufig, den beachten wir nicht, aber der hat unglaublich gute Wirkung. Man kann ihn verwenden in der Gastronomie, man kann ihn später auch weiter extrahieren und anwenden, aber es ist halt so, dass man vielleicht dem erstmal keine Beachtung schenkt. Es aber sehr, sehr beliebt ist, beispielsweise in Irland oder auch an der See, Algen aus dem Meer zu verspeisen. Und dann gibt es auch noch die Mikroalgen, die sind nicht so gut sichtbar. Nein. Was genau verbirgt sich dahinter? Die Mikroalgen sind nicht so gut sichtbar. Die Mikroalgen sind das, was häufig als Farbstoff verwendet wird. Also man sieht es beispielsweise hier, indem man diese Mao am Kracher nicht mehr künstlich einfärbt, sondern mit einem Spirulina-Farbstoff versieht. Also Spirulina ist die Alge und dieser blaue Farbstoff führt dann dazu, dass wir diese Färbung hinbekommen. Und zwar nicht mehr künstlich, sondern einfach natürlich. Und das kann man weiter ausbreiten. Es gibt auch Grünfärbung, Rotfärbung. Also es wird alles gesünder, auch in der Lebensmittelindustrie. Und wenn wir nochmal an vegan denken, ist auch da wieder ein großer Anwendungsmarkt, sowohl für die Mikro- als auch für die Makroalgen. Super, vielen Dank dafür. Stefanie, wir sprechen über das Thema Algen. Wie kam eigentlich K+S auf das Thema Algen? Ja, wir haben uns mit den Megatrends beschäftigt, die eben unser Unternehmen auch in der Zukunft beschäftigen werden. Und da sind vor allem Themen wie nachhaltige Proteine und die saubere Anzucht von Lebensmitteln aufgekommen. Und hier spielen Algen natürlich eine ganz große Rolle. Hier auf der Hauptversammlung präsentieren wir das Thema Algen, auch als Forschungsschwerpunkt. Wir sehen hier eine schöne, genaue Darstellung, wie Algen aussehen und wie man mit ihnen umgeht. Kannst du uns kurz erklären, was man hier genau sieht? Das ist unsere Ulva, das ist Meeressalat, eine Grünalge. Und das war quasi die erste Makroalge, die bei uns in Siegmundshall in unsere Tanks einziehen durfte und die wir da jetzt auch seit einem Dreivierteljahr wirklich kultivieren. Das ist diese Pilotanlage, also eine Forschungsstation, die wir eingerichtet haben vor einigen Monaten. Kann man schon so erste Erkenntnisse absehen? Ist das wirklich ein Thema, mit dem wir uns auch längerfristig beschäftigen wollen im Unternehmen? Ja, wir haben festgestellt, dass wir auch in der Lage sind, verschiedene Algen da zu kultivieren und die auch in unseren Händen sehr gut wachsen. Und deshalb ist das ein Zweig, mit dem man sich durchaus bei uns länger beschäftigen wird.
Warum ist Sigmundshall als Standort dafür besonders geeignet? Weil wir da einfach ganz tolles Personal haben, was sich eben mit um den Standort kümmert und die Algen auch wirklich für sich mit beansprucht und sich mit den Algen identifiziert. Und wir einfach die Möglichkeit hatten, sehr schnell da eine Testanlage aufzubauen, die dann auch den laufenden Betrieb nicht stört. Wann könnte das Ganze für K+S dann auch ein Geschäftsmodell werden, wo man irgendwann mal Geld verdient? Wie weit sind wir davon entfernt und wie wird das entschieden? Das kommt jetzt ein ganz kleines bisschen darauf an, in welche Richtung wir uns orientieren. Wir sind im Moment in Gesprächen mit Kunden und müssen da jetzt schauen, wo unsere Geschäftsfelder liegen und wie wir uns da etablieren können. Also wenn es gut läuft, könnten so in 2 Jahren, denke ich, die ersten Absätze erfolgen. Wie groß ist das Potenzial? Megatrends hast du angesprochen. Kann man ungefähr sagen, wie viel da in Zukunft oder wie lukrativ dieses Geschäftsfeld ist? Makro-, Mikroalgen, wie muss man sich das vorstellen? Es ist insgesamt einfach ein sehr großes Feld. Das kann man jetzt heute noch nicht so genau sagen, weil wir eigentlich dem Trend voraus sind. Also im Moment sind wir in der Situation, dass wir ein Produkt haben, für das der Markt jetzt gerade sich entwickelt und streckenweise entwickelt werden muss. Aber gerade im Bereich Pharma ist das Potenzial sehr groß und auch in dem Bereich direkter Kundenkontakt, wo wir auch Algen in die Gastronomie verkaufen könnten, bildet sich das Potenzial immer weiter aus. Ja, vielen Dank für das Gespräch.